3 Uhr nachts sind auch wirklich nur die Leute unterwegs, die es echt nötig haben. Ja, und unter anderem eben auch ich. Weil ich heute einen straffen Plan habe und es wirklich einiges zu tun gibt. Und damit willkommen in der kurzen Woche. Es war ja Pfingstmontag, Feiertag, und das bedeutet langes Wochenende. Sehr schön. Wurde auch gut genutzt. Ich war dann nochmal für 2 Tage auf dem Festival, also bin ich nachgereist zu ein paar Freunden und Bekannten, die dort bereits ab Mittwoch gewesen sind. Und das hat man denen angesehen. Die hatten ja wirklich bombastisches Wetter, also strahlender Sonnenschein, es war richtig warm. Ja, und wenn man sich nicht eincremt, dann sieht man irgendwann aus wie eine Tomate. Also die waren schön aufgebrannt, die hatten keine Stimme mehr vom Rumgrillen. Die haben richtig gelitten, viel Alkohol getrunken, wenig gegessen oder zumindest mangelhafte Ernährung. Unzureichender, ungleichmäßiger Schlaf, Dauerbeschallung, mangelnde Körperhygiene, da kommt einiges zusammen. Und das ist dann immer wieder schön, wenn du als ja, noch fitte und gesunde Person dahin kommst und die dir so nach 4-5 Tagen, ja im Grunde genommen Dauerstress eigentlich, sagen, dass es wirklich Zeit wird, heimzufahren. Dann habe ich, wie gesagt, nochmal schön 2 Tage mitgemacht. Und ja, auch die sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe auch relativ wenig geschlafen. Das habe ich dann wiederum gestern auch gemerkt. Also gestern bin ich, also am Dienstag, 0 Uhr aufgestanden. Bin dann nach Grimmitschau, dann wiederum mit dem LKW, so kurz nach Einsen, los nach Erlangen. Habe dann dort die Tour abgestellt, die ich am Freitag vorgeladen hatte, also diese Betonsteine, weil ich schon am Freitag wusste, dass ich die nicht selber ausfahren werde. Habe dann wiederum einen neuen Auflieger aufgesattelt. Der war glücklicherweise schon gegurtet, habe dann noch einen Stapel dran gemacht und bin dann erstmal ins Bett für eine Stunde. Ich musste ja ohnehin Pause machen. Und dann hatte ich 4 Kunden von Schwäbisch Gmünd bis nach Memmingen. Und das hat gestern schon ein bisschen gedauert. Und ja, letzten Endes hatte ich dann trotzdem eine 14-Stunden-Schicht hinter mir, weil ich bin dann so gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz zum Stehen gekommen und dann war Feierabend. Ja, und dann habe ich für heute und morgen eine Tour ab Oettingen. 10 Kunden. Und ja, ich schätze mal so grob, irgendwann kennt man ja so die... Ja, die Art und Weise, wie es geplant wird. Da werde ich heute, denke ich mal, 5 Kunden, also soll ich schaffen. Allerdings bin ich dann etwas skeptisch, weil ich ja jetzt erstmal, ich bin ja schon eine Weile unterwegs, noch nach Oettingen fahren muss. So, dann muss ich in Oettingen umsatteln. Stapler nehme ich wieder mit. Und dann fahre ich ja nochmal bis zum nächsten Kunden, ich sag mal grob 3,5 Stunden. So, das heißt, ich muss dann zwischendurch nochmal eine Pause machen. Und dann stehen heute, denke ich mal, 2 Baustellen an. Und dann voraussichtlich noch die 3 Kunden in Frankfurt, dass ich die nochmal in einem Block heute erledigen kann. Und dann ist der Tag eigentlich schon wieder zu Ende. Weil ich schätze mal, dass dafür auch nicht die Fahrzeit mehr reicht. Weil gerade in der Innenstadt kann man sehr schnell sehr, sehr viel Zeit verlieren.
erste Baustelle ist erledigt, geschafft. War eine ziemlich schmutzige Angelegenheit. Da muss es die Nacht oder irgendwann noch geregnet haben. Deswegen war da richtig schöner Matsch, auch unterschiedlich festgefahren. Und da ein bisschen Schotter, dort ein bisschen halt Erde, ne, zerdrückt und naja, sagen wir mal teils, was den verdichteten Boden betrifft. Bin ich schon langsam gefahren. Das hat der Trainer gewackelt, weil wirklich Huckel nach Huckel. Ich habe extra langsam gemacht, aber trotzdem. Das ist halt nicht aufsetze. Aber dennoch schnell genug, um nicht in diesen Schlammlöchern stecken zu bleiben. Weil da ging es halt erstmal runter und dann hoch. Wenn da an der Senke mit dem LKW stehen bleibst, kommst du nie wieder raus. Deswegen habe ich da doch noch ein bisschen Schwung geholt. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann beim Rangieren. Ich konnte in der Baustelle drehen. Allerdings, ne, ich bin ja Glückskind. Wenn ich rangieren will, steht genau an der richtigen Stelle ein Container und an der anderen Stelle stehen die Gerüstbauer mit dem LKW und Hänger und laden gerade ab. Dann habe ich jetzt schön vorsichtig halt zurückgeschoben. Es hat gepasst. Bin aber auch zehnmal ausgestiegen, um mal halt nachzugucken, dass ich hier mit der rechten Seite nirgendwo reinschiebe. Und dass ich auch hinten, weil das, ich habe jetzt zwischen zwei Holzerhälften, war so ein bisschen Platz, wo man mit dem Transporter durchfahren kann. Und da bin ich halt rückwärts rein. Und an der einen Häuserhälfte war halt ein Gerüst aufgebaut. Und da wollte ich es vermeiden, rückwärts, wenn ich ausschwenke, da schön das wegzurasieren. Deswegen bin ich jetzt immer ausgestiegen, habe halt geguckt, ob ich, ne, so richtig gut drinne stehe und weiter zurückschieben kann. Hat aber alles gepasst. Schön vorsichtig gemacht, dann geht das. So, und dann habe ich jetzt eben noch die zweite Baustelle angerufen, in Dietzenbach. Und bei der war ich vor ungefähr 3 Wochen schon mal, wo ich so lange warten musste, weil niemand ans Telefon gegangen ist und weil dann erst organisiert werden musste, dass die erreicht werden und dass die Bescheid wissen und dass die vorbeikommen. Naja, ich rufe die an, geht keiner ran. Da hatte ich schon wieder ein Flashback. Aber kurze Zeit später wurde ich dann von den Leuten dort angerufen und der hatte schon erahnt, dass ich dann eine Lieferung habe und konnte sich sogar daran erinnern, dass ich schon mal dort war. Deswegen zwecks Anfahrt ist alles geklärt, weiß ich jetzt Bescheid und dann dürfte ich da ungefähr nach 3 Stunden da sein und dann gehen die 3 Paletten, die bekommen, hoffentlich genauso schnell. Das ist zu wünschen. Nach 12 bin ich dann jetzt eben leer geworden, habe dann den letzten Kunden erledigt, hat soweit heute alles, ja, groß und ganz gut funktioniert, waren so ein paar Geschichten dabei, die waren ein bisschen tricky, wo ich ein bisschen rumrangieren musste, hat aber soweit alles gepasst, hat mir dann wiederum auch ein bisschen Zeit gespart und jetzt beginnt der Rest der Woche und der wird scheiße. Alter, ich habe vorhin gedacht, ich gucke nicht richtig, wo mir André die Tour noch geschickt hat, die ich dann heute und morgen noch ausfahren soll. Ja, allerdings sage ich da erstmal nichts dazu. Ich muss erstmal gucken, wie das jetzt beim Laden läuft und dann kann ich da halbwegs mal eine Prognose abgeben. Aber das wird auf dem Freitag nochmal ein richtig knappes Programm, aber übelste Sorte, ey. Ja, ich befürchte schon fast, es geht bis in den Samstag, ey. Aber das wird sich zeigen. Ich muss, wie gesagt, ich fahre erstmal laden, schaue, wie das läuft, wie viel Zeit ich da jetzt verliere. Und dann bis später.
Das Laden ging jetzt erfreulicherweise wirklich zügig. Das war sehr gut. Also ich bin nach Neuss gefahren und da stand noch einer auf der Spur. Der war aber gerade glücklicherweise fertig geworden. Und während ich mich dann angemeldet habe, ist der schon weggefahren. Dann konnte ich direkt ins Gelände rein, hinten drehen, bin dann auf die Spur gefahren, habe die Seite aufgemacht. Und was auch schön ist, die hatten dort richtig ordentliches, sauberes Klo. Und das habe ich gleich mal ausgenutzt und ich sage das nochmal mit Absicht so, weil das nicht üblich ist, dass man bei den Kunden oder bei den Ladestellen, wie auch immer, auf eine Toilette gehen kann. So, und deswegen habe ich gleich mal zugeschlagen. Und gerade auch, sagen wir mal, so die öffentlichen Toiletten an den Autobahnen, womit ich jetzt grundsätzlich kein Problem habe. Ja. Aber man kennt sie. So. Und wenn du dann mal eine wirklich saubere Toilette hast. Ja. Und deswegen, während ich halt dort auf der Schüssel saß, auf dem Lokus, hat der die ganze Zeit schon beladen. War aber auch nicht allzu viel. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich muss, glaube ich, ein, zwei da rüberfahren. Weil ich muss vorne sowieso dann links rum, oder wie ist das hier gedacht? Genau. Und das war nicht viel, nur 10 Paletten, etwas über 10 Tonnen. Also nicht mal die Hälfte des Aufliegers ist beladen. Und ja, damit geht es jetzt nach Neuruppin. Liegt etwas nordwestlich von Berlin. Und das sind jetzt hier von Neuss aus noch ungefähr 600 Kilometer. Und das sind, wenn man mal einen Stau nicht mit einberechnet oder irgendwelche Verzögerungen, noch ungefähr 8 Stunden Fahrt. Tja, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Mir ist gerade bei meiner Pause eingefallen, dass das ja gar nicht so gehen wird, wie ich mir ausgemalt habe. Aus dem einfachen Grund, mir fehlt die Zeit. Und ich habe auch morgen zu viel vor. So, normalerweise mit der Fahrzeit, die ich jetzt noch habe, wenn alles optimal laufen würde, was es schon mal nicht tun würde, aus dem einfachen Grund, dass schon Stau ist, dann hätte ich es noch bis nach Hannover schaffen können. Also auch nicht wirklich, aber ne, wir gehen mal von einer optimalen Welt aus. Dann wäre das möglich gewesen. Rein von der Fahrzeit. Aber da mich mein Disponent, der jetzt schon den Anfang der Woche ziemlich rumgescheucht hat, habe ich bereits zweimal eine 15-Stunden-Schicht gemacht. So, und pro Woche darf man nur maximal dreimal 15 Stunden, ja, in dem Sinne arbeiten. Also mit Arbeiten ist gemeint, aber diese 15 Stunden beziehen sich auf den Zeitpunkt, wo man früh anfängt und abends aufhört. So, ne, dieser Zeitraum maximal 15 Stunden, davon habe ich schon zwei weg. Nämlich gestern und vorgestern, also Dienstag und Mittwoch. Am Dienstag bin ich ja um 1 in Krimmelschau los, über Erlangen bis nach Memmingen. Da habe ich schon den ganzen Tag zu tun gehabt. Das waren 14 Stunden. Und dann bin ich ja gestern von Memmingen erstmal nach Oettingen, habe in Oettingen umgesattelt und bin von Oettingen dann wieder nochmal 3 Stunden bis zum ersten Kunden gefahren, habe gestern noch 5 Kunden runtergekloppt und war wieder bei 14 Stunden Arbeitszeit. Also Arbeitszeit. Zeit, die ich gebraucht habe, ne? Bis ich dann abends oder nachmittags am Parkplatz stand. So. Wenn ich heute noch mal mich bis nach Hannover quälen würde, würde ich da wieder 15 Stunden arbeiten oder eine Schicht von 50 Stunden haben. Das würde doch ungefähr hinkommen. Das würde aber bedeuten, dass ich morgen nur 13 Stunden arbeiten kann. So. Morgen ist allerdings wesentlich mehr geplant, weil morgen muss ich noch mal ausladen und noch mal laden. So, und ich habe es mir eigentlich bisher immer so eingeteilt, dass ich immer den Freitag mir frei halte und notfalls Freitag immer noch mal länger arbeiten kann. Deswegen mache ich heute eine 13-Stunden-Schicht. Das ist sozusagen die normale Schichtzeit, die man, ja, haben kann oder die man einfach so zur Verfügung hat. Und deswegen fahre ich jetzt noch ungefähr anderthalb, das war gerade der Klingelton, noch ungefähr anderthalb Stunden bis zum Parkplatz nach Wartersloh. Da haben wir einen Platz, da kann man sich hinstellen. Weil auf der A2 brauche ich es um die Uhrzeit nicht probieren. Das ist auch nicht allzu weit weg von der Autobahn. Dort kann ich mich nachher in Ruhe hinstellen. Und naja, dann habe ich morgen noch irgendwas zwischen 5 und 6 Stunden,
bis zum Kunden nach Neuruppin. Zum Freitagabend gibt es Parkplätze im Überfluss. Da ist endlich das Ortseingangsschild, was ich eigentlich schon gestern sehen wollte. Aber jetzt habe ich es nach gut 3,5 Stunden Fahrt endlich geschafft. Bin gleich da. Ich bin ja gestern Abend oder gestern Nachmittag dann noch bis Berlin gekommen und dann war Feierabend. Ja, und glücklicherweise bin ich jetzt gut durchgekommen. Kein Stau, keine Verzögerung. Habe also noch ein bisschen Zeit gut gemacht. Jetzt werde ich mal schauen. Ich werde noch zur Werkstatt fahren. Da ist ja Tankstelle und die Waschanlage. Der Schlag in der Straße, ey. Der nervt mich jedes Mal. Aber du kommst so nicht drum herum eigentlich mit dem LKW. Mit dem Auto kannst du ein bisschen vorbeifahren, aber mit dem LKW, du musst ja ein bisschen ausholen. Mit dem Auflieger und herziehen, da fahre ich jedes Mal durch. Ja, werde noch schauen, dass ich das für nächste Woche soweit vorbereite. Dann werde ich noch einen Stapel abstellen und dann noch in Ruhe ausräumen. Also allzu sehr beeilen muss ich mich eigentlich nicht. Da am Spiegel ist er. Ja, 10 Uhr am Samstag. Ich glaube, da kann man ganz zufrieden Wochenende machen.